Jo, hallo und willkommen mal wieder auf meinem Kanal InKev. Heute habe ich mir mal die Frage gestellt, beziehungsweise heute, ich nehme jetzt hier schon das vierte Video auf, ne? Es ist einfach wild. Aber ich hatte mir mal die Frage gestellt, ist mir gerade spontan in den Kopf gekommen, weil das auch schon des Öfteren gefragt wurde. Kann ich mit YouTube leben? Oder kann ich von YouTube leben? Kann ich vielleicht auch von Internet generell leben, was ich so mache, auch mit Twitch? Das ist jetzt mal die Frage, die ich euch beantworten möchte. Und ich kann schon mal sagen, ich kann euch mal einmal das vorwegnehmen, von YouTube kann ich zu 0,00000% leben. Generell lebe ich auch nicht von dem ganzen Internetzeug, sondern ich gehe dann auch arbeiten, aber dazu kommen wir jetzt später. Erstmal kurz zu YouTube. Ich muss sagen, es gab schon mal Monate, da hatte ich 1,4, 1,5 Millionen Aufrufe im Monat. Und normalerweise ist ja der CPM bei vielen YouTubern, guck bei dem Simon Unge, ist der CPM bei 10. Das heißt, bei 1000 monetarisierten Wiedergaben, also bei 1000 Klicks, die halt keinen Adblocker hatten, die halt Werbung angezeigt bekommen haben, da macht der YouTuber 10 Euro. So. Also bei einem 10er CPM, das ist auch wirklich sehr, sehr hoch. Es ist auch für etablierte YouTuber sehr, sehr hoch. Das ist halt bei Unge echt krass. Gibt es auch manche, die haben 5er CPM, 4er CPM. Das ist auch schon relativ gut, würde ich sagen. Ne? Bei mir ist es so, bei mir haben extrem viele den Adblocker an und dazu habe ich keinen guten CPM. Also ich habe halt manchmal bei einem Video nur ein 1 Euro CPM, wenn überhaupt. Also da bekomme ich bei 1000 Klicks weniger als 1 Euro. Und das ist bei fast jedem Video bei mir so. Und das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil ich kann euch schon mal so sagen, wie es ist. Ich bekomme von YouTube fast nichts mehr. Also ich hatte im März, war es glaube ich, so wenig verdient. Ich hatte nicht mal 70 Euro verdient, dass es mir ausgezahlt wurde. Also es ist jetzt auch so, dass ich selbst bei 100.000 Aufrufe damit rechnen muss, dass ich dafür kein Geld bekomme, dass mir das nicht ausgezahlt wird, sondern dass mir das erst dann ausgezahlt wird, wenn ich wieder über den Betrag von 70 Euro im Monat komme. Und das ist halt schon eine ziemlich harte Sache, wenn du halt mit YouTube ja eigentlich mit 80.000 Abonnenten eine relativ große Reichweite hast. Ne? Ich meine, es gibt manche Menschen, die bekommen mit 5.000 Abonnenten mehr Geld als das, was ich mit 80.000 Abonnenten mache. Und das, obwohl ich teilweise sogar auch wirklich mehr Reichweite habe und mehr Aufrufe mache. Ne? Das ist schon krass. Jetzt momentan läuft es wieder ein bisschen besser. Ich hatte jetzt in diesem Monat 230.000 Aufrufe, glaube ich, oder 240. Ich habe auch keine Ahnung. Ne? Ich gucke nicht mehr auf die Zahlen. Aber ich habe halt gesehen, was ich an Geld ungefähr gemacht habe. Und dann muss ich halt sagen, bin ich mit... Ja, aber auch da liegt halt auch teilweise durch Kanalmitgliedschaften dran, bin ich mit knapp über 200 Euro, bin ich echt gut dran, bin ich echt gut zufrieden, hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich wirklich bei 230.000 Aufrufen auch wirklich so um die 230 Euro bekomme. Muss man auch wieder so sehen, die Transaktionssachen, wie zum Beispiel alles, was über den Superchat in dem einen Livestream kam und über Kanalmitgliedschaften, das beträgt auch nochmal über 50, 60 Euro. Das bedeutet, ich bekomme an Werbeeinnahmen auch nur die 140 Euro bei 230.000 Aufrufen. Also ich weiß auch nicht, was YouTube gegen mich hat, aber ich bin so einer, ich bekomme durch YouTube halt wirklich gar nichts mehr. Ich habe damals mal zum Dezember, Dezember läuft halt immer ganz gut, weil da hast du einen besseren CPM, als du sonst hast. Und dazu, wenn du Livestreams machst, du wirst halt mehr supported, würde ich schon fast sagen. Da war mein bester Monat, da hatte ich mit Livestreams und allem drum und dran, hatte ich 1.800 Dollar gemacht. Das sind vielleicht so, lass es 1.500 Euro sein oder 1.000, ja doch so um die 1.500 Euro vielleicht. Würden jetzt einige sagen, krass, ich muss auch sagen, krass, aber es war halt auch mein bester Monat jemals durch YouTube. Und ich kann euch auch so sagen, wie es ist, durch YouTube, keine Ahnung, also da müsste so krass explodieren, mein Kanal, dass ich davon leben könnte. Das ist schon relativ unrealistisch. Durch meinen InKev-Kanal verdiene ich auch kein Geld, weil da bin ich viel zu weit unter dem Durchschnitt. Also selbst mit Reactions und sowas, ne, wo man so denkt, da bekommt man krass viel Geld. Ne, bei KoneTV, da bekommt ja, also bei 3 Millionen Aufrufen um die 8.000 Euro vielleicht. Der hat dann 3er CPM, sage ich mal, durchschnittlich. Bei mir ist es einfach so, ich bekomme bei 1.000 Aufrufen nicht mal einen Euro. Nicht mal da bekomme ich einen Euro. Und das, obwohl meine Watchtime viel höher ist als auf meinem Hauptkanal. Es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was da schief läuft. Es ist einfach schade, weil... Keine Ahnung, also man steckt halt auch viel Arbeit und viel Zeit rein und es wird halt einfach, im Gegensatz zu anderen YouTubern einfach null belohnt. Das ist halt ein bisschen schade. Klar, manche sagen, ja, du machst ja nur Kritik, deine Videos, die sind jetzt nicht so krass aufwendig. Ja, selbst wenn die nicht krass aufwendig sind, aber wenn du es einfach mal vergleichst mit anderen YouTubern, die ähnlich viel Reichweite haben und ähnlich viele Klicks bekommen, die machen halt statt die 200 Euro, machen die halt 1000 Euro. Das ist halt schon, der Unterschied ist krass. Deswegen muss ich auch einfach sagen, vielen Dank an jeden, der mich unterstützt mit der Kanalmitgliedschaft, der mich unterstützt mit, ja, lass einen Aufruf sein, ohne Adblocker oder so, der mich generell mit dem Aufruf unterstützt. Ich nehme noch nicht mal den Adblockern Leuten das übel, weil ich auch teilweise einen Adblocker nutze, weil mir das teilweise auf den Keks geht, wenn ich in meinem Stream 10 Werbungen pro Video habe. Das ist halt nervig. Ne? Deswegen nehme ich das gar nicht übel. Aber umso mehr bin ich halt wirklich dankbar,
dass die Leute in meinen Livestreams auf Twitch mich so krass supporten, dass ich sagen kann, dass ich von Twitch leben könnte, aber auch nur am Minimum leben könnte. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mit Twitch so viel Geld verdiene, dass ich sagen kann, ey, da bin ich ja locker selbstständig, da hätte ich gar kein Problem mit. Nein, mit Twitch ist es so, ich könnte davon leben, ich könnte davon auch Miete zahlen, aber mein Lebensstandard oder meine Lebensqualität wäre halt deutlich geringer, als wenn ich jetzt noch arbeiten gehe nebenbei. Ja, also mit YouTube und Twitch ist es halt mal so, aber ich komme schon auf einen Wert von, ja, meistens über 1000 Euro. Ja. Was gut ist, ne, man muss auch so sagen, ich gehe ja erst ab Montag sozusagen arbeiten. Gut, ja, wenn ihr jetzt das Video seht, ist schon der Montag unwahrscheinlich. Ja, da gehe ich arbeiten und dann verdiene ich da halt auch noch. Ne? Da gehe ich Teilzeit arbeiten, das heißt 20 Stunden die Woche, 4 Stunden am Tag gehe ich arbeiten und dann mache ich noch Twitch, YouTube noch nebenbei, weil wenn ich jetzt wirklich Vollzeit arbeiten gehe mit 8 Stunden am Tag und dann noch YouTube und Twitch, dann wäre ich nie aus diesem Kreis rauskommen, dass es mir dann psychisch irgendwann auf den Sack geht. Ne? Weil ihr müsst es so sehen, würde ich jetzt wirklich Vollzeit arbeiten, wie jeder andere, sage ich mal, dann würde ich am Tag, wie die Schulzeit jetzt auch in letzter Zeit immer war, würde ich halt am Tag nur arbeiten, wirklich nur arbeiten. Von früh bis nachts würde ich arbeiten, weil ich halt noch YouTube mache, noch Twitch mache. Das wäre einfach viel zu viel. Und ich bin froh, dass es wirklich Menschen gibt, die mich unterstützen, die mich supporten, die sagen, hier, weißt du was, ich gebe denen einen Twitch Prime Sub. Ich spende den mal. Ne? Ich meine, das ist nicht selbstverständlich. Das müsst ihr nicht machen. Sage ich auch immer wieder, ihr müsst das nicht machen. Das ist ja trotzdem mein Hobby, mache ich auch aus Leidenschaft. Aber aufgrund dessen, dass es wirklich Menschen gibt, die mich unterstützen, kann ich sagen, ich kann Teilzeit arbeiten, um für euch Content zu bringen, um Livestreams zu bringen, um da wirklich aktiv am Start zu sein. Meine Freundin, die unterstützt mich da auch, weil die auch gesagt hat, hier, das ist dein Traum und wir geben da alles so. Und das wollen wir natürlich auch weiter so durchziehen und ich hoffe einfach, dass die Zukunft weiter positiv ist, dass es weiterhin bergauf geht, vielleicht auch mit Twitch, ne, dass wir vielleicht mehr Zuschauer erreichen, dass es mehr Leute gibt, die vielleicht auch mal einen Sub da lassen, was weiß ich. Aber ich bin stolz zu sagen zu können, dass ich von Twitch und von YouTube theoretisch leben könnte, halt nicht gut leben könnte. Ne, jetzt, wenn ich jetzt noch alles weitere mit Krankenversicherung, Privatversicherung und sowas, wenn ich jetzt alles mit einbeziehen müsste, dann könnte ich vielleicht gerade so davon leben. Sagen wir es einfach mal so. Aber ich bin froh, dass es halt durch die Teilzeitarbeit, dass es halt noch relativ gut funktioniert. Ne? Also da verdiene ich dann ja ganz in Ordnung, würde ich sagen. Jetzt nicht die Massen, aber es ist in Ordnung. Ne? Und ich meine, arbeiten 4 Stunden am Tag, das schadet niemand. Ne? Da ist man immer produktiv, da fühlt man sich auch gut, selbst wenn man jetzt auf YouTube und auf Twitch kein Thema findet, was man jetzt ansprechen kann. Man hat trotzdem was gemacht, man hat gearbeitet und das ist ja schon mal ganz positiv. Ja, also das dazu, für die Leute, die es nicht wissen, was ich mache, ich bin Erzieher, also ich habe jetzt meine Erzieherausbildung abgeschlossen und ab dem 20.07. gehe ich arbeiten. Das bedeutet, ab da an, ja, werde ich wahrscheinlich dann von Vormittag bis Nachmittag arbeiten gehen. Dann, ich kann generell noch früh, kann ich wahrscheinlich noch mein YouTube-Zeug so ein bisschen machen oder ein bisschen Sport machen, was weiß ich. Und dann abends mache ich halt meine Streams und ich hoffe, dass ich das gut regeln kann. Meine Freundin geht im Gegenzug 8 Stunden am Tag arbeiten, soweit sie das kann, soweit sie das ja, so hinbekommt, weil da ist es halt immer wieder ein bisschen flexibler, meistens 8 Stunden, dann vielleicht mal 7 Stunden. Aber ja, so können wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld verdienen, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ne, wir möchten ja jetzt auch gerade umziehen, ne? Wir sind jetzt gerade schon fast mitten im Umzug drin. Und da freuen wir uns auch extrem, wenn wir das alles geschafft haben. Dann müssen wir uns so viel Versicherungszeug und sowas kümmern. Aber das kommt alles noch. Das machen wir jetzt auch alles demnächst. Dann muss ich mir noch einen Steuerberater holen. Also es kommt noch einiges auf mich zu, was ich auch so noch nebenbei machen muss. Deswegen ist es immer mit Videos, das ist manchmal anstrengend, weil du musst erst ein Thema finden. Dann musst du das Video bearbeiten. Das sind halt auch Stunden, die draufgehen. Und dann musst du halt noch nebenbei noch den ganzen anderen Kram machen. Dann musst du auch noch Twitch-Livestreams machen, was mir mega viel Spaß macht. Also würde ich mich jetzt entscheiden zwischen Twitch und YouTube, würde ich auf Twitch gehen, weil Twitch ist einfach diese andere Liebe. Ich muss auch sagen, natürlich auch die finanzielle Sache spielt natürlich auch eine Rolle mit. Ne? Also auf Twitch bekomme ich viel, viel mehr Geld als ich auf YouTube jemals gemacht habe, sagen wir es einfach mal so. Deswegen vielen Dank dafür. Das ist null selbstverständlich und ich weiß das sehr, sehr zu schätzen. Für die Leute, die mich kennen, ich bin auch so einer, ich gehe mit Geld wirklich sehr vorsichtig um. Also alles, was ich an Geld verdiene, stecke ich entweder in YouTube und in Twitch-Zeug rein, also für Streaming, oder ich spare es halt für die Wohnung, aber ich gebe das nicht für unnötige Sachen aus. Also ihr könnt von mir sicher gehen oder ihr könnt euch wirklich sicher sein, dass ich mein Geld nicht in ein Casino stecke und 50 Euro die Umdrehung mache oder irgendwelche belanglosen Sachen ausgebe. Maximal geht das Geld mal für Essen drauf
oder mal für was zu trinken drauf, aber auch ganz, also auch nur wenig. Wir achten da schon auf die Preise. Ich bin so einer, ich bin jetzt nicht so übergeizig, würde ich sagen. Ich gebe auch mal Geld aus, aber nur Geld für sinnvolle Sachen. Also wenn ich jetzt, ich setze mal zum Beispiel, hatte ich mir überlegt, ah, gehst du noch mal kurz in Netto, ne, war ich auf dem Weg zu meiner Freundin, dachte ich, gehst du noch mal in Netto, hast gerade ein bisschen Hunger und holst dir was oder isst du dann bei deiner Freundin? Ne, weil da muss ich mir halt erst machen, das Essen sozusagen. Da habe ich mir so gedacht, ist wieder so eine sinnlose Geldverschwendung. Ich meine, du kannst dir für 2 Euro kannst du dir ein belegtes Brötchen kaufen oder ein Baguette kaufen, bist halt satt. Ja, aber hast halt 2 Euro Ausgaben, die du eigentlich nicht brauchst, weil du zu Hause selber was zu essen hast, was man sich schon eingekauft hat, was du dir halt nur machen musst. Ne, und deswegen, ich gehe da mittlerweile auch viel sorgsamer mit um. Und ich bin halt auch generell einer, der viel aufs Geld achtet. Also ich weiß halt auch selber aus Erfahrung von anderen YouTubern, die halt viel Geld nachzahlen mussten aufgrund ihr Steuerzeug, dass die vielleicht was Falsches angegeben haben. Und da kommt dann das Finanzamt und sagt, hier, wir wollen das und das Geld. Deswegen, ich lege mir auch gefühlt alles Geld, was ich bekomme, zurück zur Seite, dass ich sagen kann, sollte was kommen, dann habe ich das Geld und kann das zurückzahlen. Weil ich bin jetzt auch kein Meister, der da übel die Ahnung hat. Mittlerweile, wir hatten das momentan halt wirklich noch alleine gemacht. Meine Mom hat sich drum gekümmert, um dieses Steuerzeug. Ich persönlich habe davon ja auch gar keine Ahnung. Meine Mom hat da auch keine Ahnung. Deswegen muss ich jetzt mir auch einen Steuerberater holen. Und dem gebe ich das dann alles. Und sobald es da keine Probleme gibt, bin ich dann erstmal abgesichert. Klar, ein Steuerberater kostet auch wieder einiges. Aber das Geld kann man dann schon mal ausgeben dafür, dass dann das Finanzamt einen nicht auf den Sack geht. Das ist halt wichtig. Ja, das war es jetzt eigentlich davon. Ich möchte jetzt auch nicht komplett genaue Angaben machen, wie viel ich verdiene. Ich habe jetzt schon mal ungefähr gesagt, was es schon mal war im Monat und so. Sicherlich gab es mal Monate auch auf Twitch, die halt krass liefen. Dann gab es wieder einen Monat, wo man sagen kann, davon könnte ich vielleicht nicht leben. Aber aufgrund dieser Teilzeitarbeit, die ich noch nebenbei mache, oder was ja eigentlich mein Hauptberuf ist, kann ich halt definitiv davon sagen, dass ich leben kann. Ne? Das dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Influencer bin und nur davon lebe. Ne? Also das kann ich euch schon mal versprechen. Ich bin da ein Kind auf dem Boden geblieben. Alles gut, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt komplett selbstständig bin. Ja, schreibt gerne mal rein, was ihr vielleicht als Beruf macht. Würde mich sehr, sehr interessieren. Oder welche Klasse ihr geht. Wäre mal sehr nice. Und in diesem Sinne würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Lasst gerne auch mal eine Bewertung da. Ja, und dann würde ich sagen, haut rein. Stänkchen an Zwängchen. Euer Alpha Kevin und macht's gut. Ciao.